Es gibt Geld! Endlich! Gott, du hast meine Gebete erhört! Hallo! Hallo! Und jetzt ist das Geld aus. Du kommst bei mir an, es gibt kein Geld mehr. Ich hab noch mehr. Was noch mehr? Mehr hinter in meinem Wagen da, weißt du? Super. Soll ich holen? Zwei Koffer voll. Ehrlich? Ja, klar. Was ist das für eine Währung? Können wir es mal kurz sehen? Wir machen eine Gangster-Rap in Russland. Das ist Währung aus deinem Land? 10 Rubel hier. Was ist das wert? Ach, der Yoga-Rubel. Ja, das ist zumindest ein gutes Andenken wert, weißt du? Ja, sehr gut, aber ich wollte nicht dein Geschenk wegnehmen. Du, ihr wart ja zusammen auch unterwegs. Du bist in der Ukraine gewesen bei ihm. Ihr habt das Video da gedreht. Voll. War gut, sehr gut. Auf sehr gut. Ja. Kannst du noch so ein bisschen ukrainisch? Wenn ich ihm jetzt ganz ehrlich, fast gar nicht. Ich kann nur... Aber das wesentliche kann. Spasiva, хорошо, раз, два, три. Und was heißt noch ein Wodka? Damit kann er schon da überleben. Ja. Aber was hieß das, was du gerade gesagt hast? Danke, gut und 1, 2, 3. Aber man muss dir ja auch Respekt zollen, weil du hast geschafft, den Mann unter den Tisch zu saufen. Oh, als ob ich jetzt voll der Säufer wäre. Aber das kann ich zu sagen, ich habe einfach nur mehr Übung drin, weißt du? Ja. Gastfreundschaft. Man merkt, wer was übt. Er übt das Rappen, ich übe das andere halt. Aber Rappen funktioniert da auch ganz gut, vor allem auch zusammen. Ja, Azad hat uns erzählt am Telefon, dass du ihn gefragt hast, ob ihr denn zusammen was starten wollt. Woher kennst du Azad? Weil du hier die Hip-Hop-Szene so ein bisschen beobachtest? Ich höre schon seit Jahren Deutschrap, ne? Deswegen kann ich ja ein bisschen Deutsch. Ne? Zu viel von Azad-Platten gehört, von Kus Havas-Platten gehört und so, ja. Und irgendwann, wenn das so weitergeht, fange ich irgendwie... Vielleicht Deutsch zu rappen und battlen und so, ja. Also, ja, schon immer viel gehört von Azads Zeug und dann habe ich mir einfach mir gedacht, wäre ganz cool, jetzt wo ich so groß bin in Russland, eine große Nummer nach einer anderen, habe ich mir einfach gedacht, mache ich doch ein Angebot dem Mann und war richtig sehr froh, als er drauf reagiert hat und so. Aber du kannst nicht Deutsch wirklich nur daher, dass du deutschen Rap gehört hast. Doch, ich bin einfach begabt, das ist so mein Talent, weißt du? Ach, ernsthaft? Also ich kann Englisch auch und Deutsch. So, über die Hälfte meines Englisches kann ich auch vom Platten eigentlich so. Ich habe in der Schule Deutsch gehabt, ne, war fleißig. Okay. Wir plaudern hier gleich noch ein bisschen weiter. Ja, klar. Und jetzt für euch aber erstmal Platz Nummer 8. Übrigens gleich noch Savas hier bei uns, muss man ja auch nochmal sagen. Jawohl. Und alle werden live performen. Savas, aber auch Abel und Sir Yoga heute hier bei uns. Jetzt aber Platz 8. War auf der 10 Eminem featuring 50 Cent, Cassie's World Banks, You Don't Know. Bei uns Azad und Sir Yoga, zwei Kaiser, eure aktuelle Single. Und mich würde mal interessieren, die Single ist ja in Deutschland erschienen, aber habt ihr die auch in Russland veröffentlicht? Also ist auch in Russland ein Song, der auf Single zu kaufen ist? Oh nein, eigentlich nicht. Das ist jetzt nur rein für Deutschland gedacht und die Jungs in Russland, die werden erstmal drauf warten müssen, ja, bis hier die Geschichte passiert und dann vielleicht releasen wir das Ding halt in Russland drüben. Also es ist richtig exklusives Zeug hier, ne, für Deutschland. Für Deutschland, klar, ja. Sicher. Aber hättest du Bock mit ihm eine Tour in Russland zu starten oder Ukraine? Auf jeden Fall haben wir gerade auf dem Weg hin, auf dem Weg nach hinten haben wir auch drüber geredet, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist ja ein Riesenland, Riesenpublikum und die habe ihn auch gefragt, ob da irgendwie ein bisschen Resonanz war, wo ich jetzt da war. Meint, waren auch schon Leute interessiert. Also nicht bisschen, ganz. Ich auf jeden Fall Bock. Musst du nicht bescheiden sein. Man kann auf die Hip-Hop-Foren gehen, gucken. Also das Thema wird gerade heiß besprochen, wirklich. Und so, ne? Als wir hier das erste Mal euren Track gehört haben, es passt jetzt stimmlich sehr gut zusammen, aber es war halt zuerst mal überraschend, dass du mit Sir Yoga jetzt irgendwie was an den Start bringst. Konntest du mit russischen Hip-Hop vorher was anfangen oder hast du das erste Mal, als Sir Yoga an dich herangetreten ist? Also ehrlich gesagt war das der erste Kontakt mit russischem Hip-Hop überhaupt so. Ich fand es sehr spannend auch, war übertrieben geehrt auch, dass jemand aus dem Ausland so weit entfernt überhaupt auf meine Musik aufmerksam geworden ist und das irgendwie geil findet, war ich richtig so, oh geil, Hammer. Also das war dann für mich auch schon Ehre genug und Turn genug, dass ich dazu zusage und dann habe ich ihn kennengelernt, auch ein super cooler Typ, wie man jetzt sieht auch. War auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Hast du denn von Savas wie er schon gehört, seinen neuen Track? Wie heißt er nochmal? Wie er oder Savas. Das Video habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, das mit Autos und so, das Coole halt, ne? Nee, oder? Das ist das letzte, aber da gibt es was Neues. Aber das neue Video. Da gibt es was Neues, aber das kann uns gerne selber erzählen, denn hier ist Kus Savas! Auf diese Gejahrte!
Ja. In der Mitte? In die Mitte. Dann stehst du wenigstens neben mir. Na gut. Die erste Frage, eigentlich, die man dir stellen muss, weil ihr seid ja alle aus einem Business. Zwei Kaiser, wie findest du die Nummer? Überböse auf jeden Fall. Ich find's geil, weil mein Schwager ist auch Russe, daher ich habe mich voll gefreut. Und ich bin erst so seit ein, zwei Jahren halt in Kontakt mit dieser russischen Kultur, russischen Sprache gekommen. Ich find's übergeil Hugo. Auf jeden Fall. Bombe. Siehst du deinen Schwager heute noch? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Riach! Wir haben euch gerade auch schon so im Guestroom so ein bisschen feiern gehört. Habt ihr jetzt auch schon irgendwie euch ein bisschen warm gemacht für die Sendung? Hast du Wodka mitgebracht eigentlich? Ach stimmt, ich hab so einen extra Mann für Kanisch, bitte. Ja? Ja? Der ja, wenn ich darf. Also klar, ja, ich hab für jeden. Willst, klar. Ja, gleich. Ich wurde heute an der Grenze noch ziemlich derbe gefilzt und so von den Bullen. Ja, aber der wollte. Erst musste ich erklären, also ich hatte jede Menge gefälschte Dollar bei mir gehabt und so. Also ich habe jetzt so Dollars rausgebracht, ne? Jeder Schein 1 Million Dollar wert. Ne? Und nicht Franklin drauf, sondern also ich in der Mütze halt. Ne? Weil ich habe so ein Lied am Laufen am Start, das nennt sich 1 Million Dollar. Ne? Also deswegen Tasche voll gefälschter Dollar und voller Wodka. Und so, ne? Na, das mögen die an der Grenze sehr gerne. Ja, klar. Aber ja, sobald ich erklärt habe, was ich damit vorhabe, dass ich heute hier einen Auftritt habe. Ja, die werden alle heute hier Berlin-Schönefeld, Grenzübergang, wenn alle 16 Uhr anmachen bei MTV. Ja, das war's ja schon. Also dann hallo alle Grenzbeamten. Servus, grüezi wohl. Savas, du an der Grenze in die Schweiz auch irgendwelche Probleme? Das sind die auch ein bisschen heikel oder da lief's glatt? Ich hatte schon Probleme, ehrlich gesagt, von der Schweiz zurück nach Deutschland hatte ich Probleme schon. Echt? Weil die haben dann musste ich alles raus, Taschen, dies, das. Die dachten hier so, wie ich aussehe, Kiffer und so weiter. Okay. Scheiß Kiffer. Fehlanzeige, genau. Okay. Also wir plaudern gleich noch ein bisschen. Savas weiter, aber erst beim Platz Nummer 7, Platz 44, When Your Heart Stops Beating. Damit willkommen hier nach Platz Nummer 7, Platz 44, When Your Heart Stops Beating. Wir sind in einer illustren Runde von Sir Yoga, Savas und Azad. Miriam. Yes, sir. Yes, sir. Und wir werden gleich eine Performance sehen von allen Künstlern, wie sie hier stehen. Und ja. Und es ist auch gute Laune hier im Studio, falls ihr das merkt. Und es liegt nicht am Wodka, weil ihr hattet noch nichts, oder? Noch nicht. Noch nicht. Ja, soll ich kredenzen oder? Aber ist das Möhrenwodka oder was ist da vorne drauf? Das ist so Pfeffer. Oh Gott. Pfefferschnaps oder so, ne? Ja. Ich habe heute Morgen ganz schön riskiert, ne? Aber es ist ein Zeug zum Brennen. Hier hast du. Danke für mich. Ich geb's Igor. Ja, eher, wenn du am Mic bist, ne? Eger. Oh, gesagt. Andenken. Und für euch beide. Hier. Aber was ist mit den Leuten da hinten, die ganze Zeit hier chillen, pur? Alter? Trinken wir das denn pur? Trink das pur. Aber kann man nicht Aktion draus machen, dass man jemanden exen lässt jetzt, Alter? Dass man jemanden mit einem Schlag ausdrücken lässt, Alter? Guck mal, die Leute chillen die ganze Zeit. Ich finde, die haben auch ein bisschen Spaß verdient, dann Alter. Dann schauen wir mal, wie alt wer da ist und wer sich das... Genau, das machst du jetzt. 24. Du bist doch nie 24. 38. Aber dann müssen wir die ja nachher raus. Bis 100, ja. Dann müssen wir die ja nachher raus. Vielleicht sollten wir das machen, wenn wir heute Abend alle noch durch die Häuser ziehen hier und... Wobei, Oh, hast du ein Alkoholproblem, Alter? Wir haben 16:30. Ja, okay, dann sag mal, wer ist über 18? Wir machen mal so eine 18. Das kann doch jetzt jeder behaupten. Ja, ich bin für ihn. Er sieht böse aus, seiner Ecke. Der mit dem Optik for Life Shirt, bist du über 18? Wie alt bist aber du? Bist du denn auch Alkoholtrinker normalerweise? Wenn er die Echse, der gibt aus den Latschen. Er ist Russe, genau, Alter. Okay, wie alt bist du? 18. Ja, okay. Zufälligerweise ist er genau 18. Dann, ich geb dir meinen. Aber ja, dann, du musst ja, Bruder, jetzt du musst trinken. Nimm mal einen guten Schluck. Ja, dann komm mal vor. Nimm mal einen guten Schluck. Wie heißt du? Dima. Genau, du Anschluss. Du kannst es eigentlich auch irgendwie so jetzt... Ja, Russisch kann ich klar. Ja, mach. Здорово, Серега. Физкульт, привет. Как дела? Как дела? Ты откуда сам? Из Киева. Респект, земляки. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber jetzt will ich aber sehen, wie du einen Schluck trinkst. Ich möchte deine Reaktion sehen, weil... Du denkst dran, ist immer zweimal scharf. Warte, aber sag, ich trinke nur, wenn er auch trinkt. Sag, ja, stimmt. Wenn ich jetzt trinke, bin ich meinen Job los. Nee, ich setze mich für dich ein. Okay, Miriam setzt sich für mich ein. Geht das klar, wenn ich einen trinke? Ich trinke nur Minischluck. Ich trinke Kinderschluck, nur Studentenschluck, Alter. Ja, Prost. Und was ist mit der Yoga? Das riecht wie das Zeug, was du im Krankenhaus kriegst, wenn du Wunden hast. Also wir halten uns einfach mal zurück. Genau, wir rauchen einen also in der Zeit. Das Ganze, wir schauen uns das Ganze mit Abstand an. Ja, auf was wird getrunken jetzt? Naja. Auf Hip-Hop! Okay, also... Cheers! Deutsch-russische Cheers. Freundschaft! Spasiba! Gleich hier werden die Jungs, ob betrunken oder nicht, oh Gott, der macht das Eck, auch noch performen. In wenigen Augenblicken hier bei uns on stage, aber für euch erstmal Platz Nummer 6. Bushido, Sonnenbank-Flavor.